Und da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zum Tomb Raider 1 Remake. Ja, in der letzten Folge sind wir ja nicht so weit gekommen. Ich hoffe, dass wir diesmal in diesem Level ein bisschen weiter vorwärts kommen. Und ich habe auch nochmal nach dem Geheimnisgeräusch geguckt. Und zwar hat es wirklich in der Audiodatei gefehlt. Und ich habe jetzt mein Lieblingsgeheimnisgeräusch. Ja, ich habe ein Lieblingsgeheimnisgeräusch von einem anderen Custom-Level kopiert und hier in die Audiodatei von Tomb Raider 1 Revised eingefügt. Also beim nächsten Geheimnis hoffe ich mal, dass das funktioniert. Vielleicht klappt es auch nicht. Aber ich denke, es müsste eigentlich klappen. Naja, da bin ich mal gespannt aufs nächste Geheimnis, ob dann das Geheimnisgeräusch da ist. Gut, also diese Stelle hier kennt man auf jeden Fall auch aus dem Original Tomb Raider 1. Das ist die Stelle auch mit diesem Loch hier in der Mitte und dem Bewuchs. Ich glaube, das ist dasselbe. Und da können wir uns jetzt mal runterlassen. Und ich glaube, da kommen wir doch auch schon zu unserem ersten Bär, oder? Und das ist doch die Tür, die kenne ich nämlich auch noch aus Tomb Raider 1. Jetzt wird das Spiel schon ähnlicher zum Original. Und kam hier nicht irgendwo so ein Bär? Auf jeden Fall ist hier ein Speicherkristall. Hier können wir mal den Hebel ziehen. Der die Tür schließt. Okay, warum auch immer. Auf jeden Fall schließt dieser Hebel die Tür. Und hier haben wir natürlich auch wieder diese Original-Holzplatten in 2D. Die auf jeden Fall aber eine dunklere Farbe als im Original haben. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Und was mir jetzt gerade auch auffällt, müsst ihr mal hinhören, Lara macht ganz andere Geräusche als bei Tomb Raider 1. Das sind diese Tomb Raider 4 Geräusche, die Lara macht. Gut, das ist auch eine Tomb Raider 4 Lara, da kann man das vielleicht nicht anders konfigurieren. Auf jeden Fall sind das nicht diese Original Tomb Raider 1 Bewegungsgeräusche, wenn ihr wisst, was ich damit meine. So, sonst war hier, glaube ich, nichts mehr. Das heißt, wir können hier hochklettern, wie gehabt. Und kommen dann zu dem Raum mit diesen Brücken und den Wölfen. Und irgendwann kommt da noch der Bär, ich weiß aber nicht wann. Also diesen Weg kenne ich auch aus Tomb Raider 1. Und das ist der Raum mit den Brücken. Und da unten sind bestimmt die Wölfe, die wir jetzt nur noch nicht sehen. Und ich laufe jetzt einfach schon mal hier rüber. Und dann kämpfen wir erstmal gegen die Wölfe. Ich höre sie nämlich schon. Oh je, das sind aber ganz schön viele auf einmal. Und diese Pistolengeräusche sind auch ganz anders als bei Tomb Raider 1. Also von den Geräuschen her ist das wieder dann eher Richtung Tomb Raider 4 das Spiel. Also da ist nicht so ganz das alte Feeling da. Aber ich denke mal, dass die Musik dann doch eher Tomb Raider 1 Musik sein wird. Da bin ich mal gespannt. Okay. Hier ist ein sinnloser Durchgang. Und ich glaube, das ist hier ein bisschen anders als im Original, oder? Weil dieser komische Schneeberg kommt mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht so bekannt vor. Okay. Ja, also hier kommt man, glaube ich, auch gar nicht hoch. Deswegen würde ich sagen, klettern wir mal lieber über diese Brücke hier drüber. Ja. Jetzt hat's geklappt. Wunderbar. Fortschritt speichern, die Caves. Im normalen Tomb Raider 1 braucht man keine 69 Spielstände für das erste Level. Also das Level ist hier wirklich deutlich länger als im Original. Muss ich hier wirklich mal feststellen. Und da ist wieder ein Speicherkristall. Und irgendwie... Ach, hier geht's weiter, gell? Kann man wahrscheinlich hier auf diesen Schneeberg springen. Ohne runter zu rutschen. Ah, und jetzt kann ich wahrscheinlich hier drauf, okay. Hier rüber. Und Schrotmunition einsammeln. Ah. Ja, jawohl, das klappt. Das Geheimnisgeräusch klappt. Ich habe was mit Technik hingekriegt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben
jetzt ein Geheimnis gefunden mit Geheimnisgeräusch, was ich in die Audiodatei eingepflegt habe. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von Technik und deswegen bin ich gerade voll stolz auf mich, dass es geklappt hat. Naja, war wahrscheinlich nicht so die Kunst. Und das ist natürlich auch kein Tomb Raider 1 Geheimnisgeräusch, das war mein Lieblingsgeheimnisgeräusch. Das kommt aus Tomb Raider 4, da gibt es irgendwie so zwei Geheimnisgeräusche. Und das mag ich irgendwie lieber als das normale. Ja, also wir haben jetzt ein Geheimnis gefunden, wollten aber eigentlich hier weiter im Spiel kommen. Deswegen wundere ich mich gerade ehrlich gesagt, wo es hier weitergeht. Also auf diesem Schneeberg geht es ja schon mal nicht weiter. Da war ja nur das Geheimnis. Und hier war einfach nur so ein Rundweg. Und die Brücke sind wir auch rübergegangen. Hier hinten vielleicht. Loch oder so? Nee, das sah nur so aus. Also wie im Original geht es hier auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Da wird es nämlich da drüben weitergehen. Aber hier hören nämlich die Hängebrücken auf und da drüben ist dieser Eisberg. Ja, da drüben waren wir jetzt eben auch schon. Da war ja eigentlich auch nichts. Vielleicht haben wir vorhin im Raum was übersehen, weil da war ja auch noch so ein Schneeberg. Und vielleicht kann man da vielleicht irgendwie hochklettern. Mal gucken. Das glaube ich eher nicht, weil der so spitz aussah. Aber man kann es ja mal probieren. Ja, das war schon mal kein Durchgang für dich, Lara. Aber ehrlich gesagt glaube ich das auch nicht, dass es hier weitergeht. Nee, guckt euch mal den Berg an. Da kommt man doch nicht hoch. Hier vielleicht? Hier kann Lara auch nichts machen. Doch, da kommt man hoch. Ach, dieser spitzer Berg, da kommt man doch nicht hoch. Doch, Höggel 96, da kommt man hoch. Und zwar, wenn man hier hochspringt. Und jetzt mal ganz ehrlich, von der anderen Seite sah das wirklich nicht so aus, als könnte man da hochklettern. Obwohl das da oben, da ist halt schon ein Loch drin, ne? Also kann es wirklich sein, dass es hier oben weitergeht. Also war das Geheimnis mal wieder einfacher zu finden als der Weitergang des Spiels. Ich bin mir sicher, dass man da hochkommt. Der Sprung ist vielleicht nicht ganz einfach, aber es dürfte eigentlich gehen. Oder geht das überhaupt? Oder probiere ich jetzt hier schon wieder was Unmögliches? Machen wir nochmal so einen schrägen Sprung? Das klappt. Okay. Ja, wunderbar. Dann können wir hier hochklettern. Und... oder nicht. Doch. Ich glaube, dass man jetzt hier dran springen kann. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann ist das auf jeden Fall eine Neuheit, die es bei Tomb Raider 1 auch noch nicht gab. Interessant. Interessant. Okay. Das war jetzt nicht geplant. Also das ist schon mal nicht so gut. Wenn ich mich hier... oh, das wollte ich jetzt auch nicht. Aber ich will was anderes probieren. Nee, das ist zu tief. Da kommt man nicht lebend runter. Gehen wir mal hier rüber. Da kann man bestimmt hier irgendwo rüberspringen. Ich glaube, dass man da rüber muss. Also, da kommt man hier noch irgendwo runter. Denn das sieht alles total tief aus. Ich kann es ja nochmal probieren. Okay. Und da ist eine ganz komische Säule in der Mitte. Die mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Indiana Jones und der Turm von Babel erinnert. An dieses eine Level nach den Salomos Minen. Dieses Maschinenlevel da. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man so hier rüberkommt. Kannst du mal von hier irgendwie probieren? Ich glaube, das geht eher. Na, das könnte sogar klappen.
Was anderes fällt mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht ein, aber so kommt man vielleicht darüber. Das war schon mal nichts. Nee. Also dieses Spiel hat wirklich so ein paar Sprünge, die ein bisschen tricky sind. Okay, das war jetzt auch nichts. Ich weiß nicht, ob das klappt. Das sieht ziemlich weit aus. Nee, Lara greift's nicht. Oder kann ich irgendwie da drauf springen? Oh, das geht sogar. Ja, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay. Also man muss dieses Teil hier benutzen, um hier rüber zu kommen. Ja, dann ist ja alles gut. Dann kommen wir ja weiter. Hier rüber. Speichern. Und, oh je. Das sieht ja ziemlich komplex hier schon wieder aus. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal über diese Brücken drüber. Und das hört sich schon sehr gefährlich an. Und das sind die ersten Fledermäuse. Die habe ich ja auch vermisst. Ja, die Fledermäuse gehören auf jeden Fall dazu. Also was ist Tomb Raider 1 ohne Fledermäuse im ersten Level? Lara? Also das bringt schon mal nichts, die Fledermaus hier durch diese Bretter abzuschießen. Ist die jetzt... Ne, da ist sie noch. So. Das war eine ganz schön nervige Fledermaus. Und ich höre noch eine. Hier, zwei Stück. Oh, jetzt falle ich auch noch runter. Naja. Passiert. Laden wir das Ganze. Und schieß nochmal auf die Fledermäuse ein. Zwei Stück waren. Drei Stück. Vier. Das ist ja ein reines Fledermausparadies hier. Oder eine Fledermaushölle. Da ist noch eine. Die sind ganz schön hartnäckig, kann das sein? Normal müsste so eine Fledermaus nach einem Schuss tot sein. Was ist das für eine Ansicht? Ja, es sieht schön aus da unten. Ich will aber jetzt nicht diese Ansicht haben. Lara, wo guckst du hin? Das war jetzt gerade merkwürdig. Na gut. Laden wir es nochmal. Und die Fledermäuse nochmal abschießen. Das läuft ja heute. Auf die mit Gebrüll. Die sind so hartnäckig. Aber das waren jetzt alle, glaube ich, gell? Gut, also das hätten wir jetzt, glaube ich, mal geschafft. Ich speichere das auch mal, bevor wir die Fledermäuse noch 10-mal abschießen müssen. Und ich höre schon wieder eine. Hier. Die war jetzt schnell tot. Okay, und ich glaube nicht, dass man da lebend runterkommt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Interessant hier alles. Sehr interessant. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Speicherpunkt. Der uns aber nicht interessiert, weil wir einfach so speichern können. Okay. Medipack. Ein großes Medipack. Ich glaube, das ist das erste große Medipack, was wir finden. Und was natürlich auch anders ist als bei Tomb Raider 1, dass man die Gegenstände, wenn man sie aufhebt, unten im Inventar angezeigt bekommt. Also man merkt schon, dass dieses Spiel Tomb Raider 4 konfiguriert wurde. Und Lara jetzt leider gestorben ist. Leider Gottes. Und ich weiß jetzt auch, warum wir ein großes Medipack gefunden haben. Weil mein... Lara kann sogar um Ecken hangeln. Das kann Lara bei Tomb Raider 4 auch nicht. Bei Tomb Raider 1 nicht. Was für ein Durcheinander hier. So, um Ecken hangeln, das müssen wir natürlich ausnutzen, wenn Lara das kann. Und uns auf jeden Fall am höchsten Punkt runterlassen. Und das reicht nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein Medipack nehmen. Ein kleines. Und... Naja. Die Hälfte vom Leben haben wir verloren. Und jetzt wird's anstrengend. Fünf Stück, sechs Stück. Das ist ja krass.
Geschafft. Das war anstrengend. Und das ist die Stelle, die wir aus Tomb Raider 1 schon wieder kennen. Wir sind nur wieder einen Umweg gelaufen. Okay. Also, das ist diese Stelle hier. Ich lasse mal erstmal gerne die Musik ausklingen, weil ich glaube, die bei Tomb Raider 1 ziemlich aggressiv und laut ist. Und ich die Musik so gerne mag, dass ich da nicht so gerne reinrede. Also, im Originalteil ist hier ein Secret drin. Was in diesem Spiel auch drin ist. Nehmen wir ein großes Medipack mit. Und nichts. Also wir haben bis jetzt, glaube ich, noch keine Munition gefunden. Doch, Schrotmunition haben wir schon gefunden. Aber mehr auch nicht. Also das deutet ja schon mal darauf hin, dass wir die Originalwaffen aus Tomb Raider 1 finden. Weil eine Schrotflinte gibt es ja bei Tomb Raider 1. Da heißt sie, glaube ich, sogar noch Schrotflinte. Im Zweier heißt sie dann, glaube ich... Wie war das? Das habe ich schon wieder vergessen. Bei Tomb Raider 1 heißt das Ganze Schrotflinte. Bei Tomb Raider 2... heißt es... Also bei Tomb Raider 3 ist es das Gewehr. Bei Tomb Raider 4 ist es die Shotgun oder die Schrotflinte. Und bei Tomb Raider 2 weiß ich es jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube auch Schrotflinte. Ist ja auch relativ egal. Hauptsache wir kriegen das Teil und können damit um uns schießen, oder? Das ist doch das Wichtigste. Ja, und da würde ich sagen, machen wir das Zeitspiel. Indem wir dann da drüben die Tür öffnen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir wieder in einen neuen Raum kommen oder dann vielleicht sogar schon Richtung Level Ende. Und mal gucken, ob das Zeitspiel genauso einfach ist wie bei Tomb Raider 1. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gut gemacht. Es ist gar nicht gut. Und es ist schwieriger als bei Tomb Raider 1, merke ich gerade. Bei Tomb Raider 1 hätten wir das wahrscheinlich geschafft von der Zeit her, aber hier... ist das alles ein bisschen schwieriger berechnet. Also machen wir es nochmal. Das war auch nix. Oh! Naja, also ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.